Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gestern hat die Kieler Ratsversammlung den Kieler Klimanotstand beschlossen. Das ist ein Beschluss, der mit der Mehrheit aus SPD, Grünen und SSW zustande gekommen ist. Und ich finde, das ist ein guter Beschluss. Die FDP auch. Gut, Herr Kombarski, auch ein Blinder findet man Korn. Ich finde, das ist ein sehr, sehr mutiger Beschluss. Und es ist auch ein Erfolg für die Klimaaktivisten von Friday for Future. Und zu Recht fordern die Demonstranten von Friday for Future schnelles, konkretes Handeln in Sachen Klimaschutz. Schnell, konkret und erfolgreich sind immer Begriffe, die diese Koalition offensichtlich nicht beherrscht. Tempolimit will sie nicht, Energiewende kann sie nicht. Die Bilanz dieser Landesregierung beim Ausbau der Windenergie an Land ist nach 2 Jahren Regierungszeit verheerend. Noch zur Zeit der guten alten Küstenkoalition waren wir Energiewendeland Nummer 1. Wir waren Vorbild in Deutschland. Diese Vorbildfunktion haben wir verloren. Und es ist doch eindeutig, es steht doch völlig außer Frage, dass Windenergie bei der Energiewende eine zentrale Rolle spielt und ist nun mal der wichtigste Bereich im Bereich der erneuerbaren Energien. Und wir werden den Kohleausstieg und den Ausstieg aus der Atomenergie, die Mobilitätswende, die Wärmewende doch nur gewinnen. Und wir werden sie nur erreichen, wenn genügend erneuerbare Energie vorhanden ist. Und die gescheiterte Politik von CDU, FDP und Grünen hat die Branche der regenerativen Energiewirtschaft in Schleswig-Holstein schwer, schwer beschädigt. Und nun zeigt sich, wie unverantwortlich Daniel Günthers Wahlversprechen war. Mit seiner windigen Politik dreht der Ministerpräsident der Akzeptanz der Windenergie endgültig den Saft ab. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Ja, gerne. Herr Kollege, ich habe ja gerade vorgetragen, wie die Entwicklung auf Bundesebene ist und dass sich diese von der Entwicklung in Schleswig-Holstein nicht unterscheidet. Ich möchte jetzt bitte eine Begründung von Ihnen haben dafür, wie denn diese Landesregierung in Schleswig-Holstein, die Sie ja immer so scharf kritisieren, für die Situation im restlichen Bundesgebiet verantwortlich ist. Diese Landesregierung ist für Schleswig-Holstein nur verantwortlich. Und es gab hier einen Kompromissvorschlag der Albig-Regierung für das gesamte Land. Dieser war nachvollziehbar. Sie haben die Regionalplanung verändert, weil eben Wahlversprechen gemacht worden sind, die Sie heute nicht einhalten können. Und das führt zu der jetzigen Situation. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Abgeordneten Klausen? Ja, gerne. Können Sie mir denn erklären, warum der Ausbau in anderen Ländern, in anderen Bundesländern, genauso sich darstellt wie hier in Schleswig-Holstein? Und kann es sein, dass wirklich eine geänderte Auffassung der Bevölkerung, was sich in Klagen deutlich macht, dafür eine Rolle spielt? Sie vergleichen Schleswig-Holstein zum Beispiel mit Bayern. Bayern hat Abstände gewählt zu Windenergieanlagen an Land, die niemand erfüllen kann. Das hat CMH, das haben Sie richtig wiedergegeben, Kollege Vogt. Das kann niemand erfüllen und hat mit dieser Regionalplanung überhaupt nichts zu tun. Und natürlich gibt es Widerstände in der Bevölkerung, das ist ja offensichtlich. Aber wir müssen die große Geschichte erzählen, warum wir die Energiewende brauchen. Wir wollen, dass die Flächen, die unter dem Meeresspiegel liegen, geschützt werden vor dem Meeresanstieg. Und wir wollen, dass in der dritten Welt weiterhin Landwirtschaft möglich ist und nicht durch die Erwärmung des Klimas ständig weiter eingeschränkt wird. Und deshalb ist die Energiewende so wichtig. Und diese Energiewende ist eben auch dazu da, Fluchtursachen zu bekämpfen und wird zum friedlichen Zusammenleben auf dieser Welt beitragen. Und deshalb müssen wir auch die große Geschichte erzählen und manchmal auch anlegen mit Bürgerinnen und Bürgern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Landesregierung hat mit der Regionalplanung der regenerativen Energiewirtschaft den Saft abgedreht. Milliardeninvestitionen liegen auf Eis. Sie haben Arbeitsplätze gefährdet und gefährden sie weiterhin. Das ist ein Desaster Ihrer Regierungspolitik. Und das ganze Ausmaß Ihres Scheiterns dokumentiert die Tatsache, dass durch Stilllegungen zum ersten Mal seit den 80er Jahren es zu einer Abnahme von Windenergieanlagen an Land in Schleswig-Holstein gekommen ist. Jamaika,
und es wird immer offensichtlicher, hat keinen gemeinsamen Plan für die Energiewende und ist dann auch offen zu. Diese Koalition hatte 2 Jahre Zeit, eine gemeinsame Linie zu finden und den Begleitantrag, den Sie hier gestellt haben, das ist ja nun wirklich eine Farce. So einen Antrag kann man stellen, wenn man am Beginn eines Verfahrens ist, aber 4 Jahre nach dem Urteil des OVG und 2 Jahre nach Antritt Ihrer Regierung ist dieser Antrag lächerlich und eine Farce. Und wenn Sie ehrlich sind, Sie haben es noch nicht mehr geschafft, bei den 9 Regionalplänen einheitlich größere Abstände zu ermöglichen, bei den Flächen, die neu aufgenommen worden sind. Es gibt 63 neue Vorranggebiete, 30 davon mit 1.000 Meter Abstand und 22 mit 800 Meter Abstand. Und diese Unterschiedlichkeit bei den Abständen erkennen Sie mal an, Richter. Wir haben in der guten alten Küstenkoalition mit unserer Regionalplanung einen guten, nachvollziehbaren Kompromiss vorgelegt, der auch die Bedenken der Bevölkerung aufgenommen hat und gewichtet hat. Und es geht auch darum, die Bedenken der Menschen ernst zu nehmen. Das Moratorium besteht mittlerweile seit fast 4 Jahren. Und aus den vorherigen 2 Verfahren zur Verlängerung des Moratoriums sowie aus mehreren juristischen Einschätzungen ist eindeutig hervorgegangen, dass eine Verlängerung des Moratoriums zwar möglich ist, jedoch immer gut begründet sein muss. Der SPD-Fraktion hat der Wissenschaftliche Dienst im November 2017 mitgeteilt, dass eine Verlängerung des Moratoriums seiner Auffassung nach nur zulässig ist, wenn sie auch sachlich auf tragfähigen Gründen begründet ist. Neue Planungskriterien, die eine neue Koalition in das Verfahren einspeist, um Wahlversprechen einzulösen, sind jedenfalls keine sachlich tragfähigen Gründe. Die Verlängerung des Moratoriums ist nicht zuletzt deshalb höchst umstritten. Wir werden, um das Schlimmste, den Wildwuchs zu verhindern, nicht gegen das Moratorium stimmen. Wir haben aber erhebliche Zweifel an der Rechtssicherheit der Verlängerung. Deshalb werden wir uns enthalten. Und sollte das Moratorium erfolgreich beklagt werden, Herr Kollege Kombarski, ist das Ihre alleinige Verantwortung als Koalition. Herr Abgeordneter, gestatten Sie noch eine kurze Zwischenfrage des Abgeordneten Vogt? Mein letzter Satz, und am Ende des Tages halt festzustellen, Sie haben bei der Energiewende kläglich versagt. Dankeschön.